Der größte Rückgang seit 1949. Und in der Innenseite der Zeitung steht ein kleiner Artikel, da steht drin, das Barvermögen der Deutschen ist im Krisenjahr 2009 um 180 Milliarden Euro gestiegen. Sehen Sie, wir haben im Krisenjahr 2009 noch 180 Milliarden Euro auf die hohe Kante gelegt. So eine Krise hätten die Afrikaner gerne einmal im Leben. Wir sind 80 Millionen Mitbürger. Das heißt, jeder von uns hat im letzten Jahr noch 2250 Euro gespart. Jetzt fragen Sie nicht, wo Ihr Anteil geblieben ist. Ich vermute, er ist der FDP gespendet worden. Aber man kann das doch nicht immer alles miteinander vergleichen. Rekordverluste, Rekordverluste. Das muss man doch bitte mal in der Relation sehen, meine Damen und Herren. Wenn Heidi Klum morgen 50 Kilo Gewicht verliert, da gibt es keine Heidi Klum mehr. Wenn ich morgen 50 Kilo Gewicht verliere, da ist immer noch eine Heidi Klum über. Es gibt ein schönes Sprichwort in Deutschland, das heißt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja? Und da wir Deutschen das Volk der dichten Denker sind, versuchen wir immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Deshalb hat das Wegsehen bei uns eine sehr große Tradition. Ja? Der Deutsche denkt, ich sehe es nicht, also muss es weg sein. Und weil die Deutschen immer noch beschäftigt sind, gerade dahin zu sehen, wo nichts wegzusehen ist, haben Einzeltäter bei uns so leichtes Spiel in diesem Land. Und je finsterer die Zeiten, desto leichter sind ja die einzelnen schwarzen Schafe auch zu übersehen. Nur so ist es ja zu erklären, dass nach dem Krieg zum Beispiel ein übergroßer Teil der Bevölkerung über das Ausmaß der Verbrechen, die in seinem Namen verübt worden sind, völlig überrascht, entsetzt und sprachlos war. Und in dieser schönen Tradition steht auch der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Sehen Sie, 60 Jahre lang hat man in der katholischen Kirche überhaupt nicht mitbekommen, dass sich unter die Geistlichen auch ein paar Fleischliche gemischt hatten. Gut, da hat schon mal der ein oder andere Beichtstuhl verdächtig geschaukelt. Aber das fällt ja unter das Beichtgeheimnis. Und Beichten befreit den einen von seinen Sünden, damit er fröhlich weitermachen kann, und den anderen von der Pflicht, Strafanzeige zu stellen. Und natürlich sind das alles Fälle, die aus längst vergangenen Zeiten stammen. Das wissen wir. Wozu die Aufregung? Sehen Sie, im Jahr 2000 zum Beispiel. Da ist im Bistum Regensburg ein junger katholischer Priester rechtskräftig vom Staat wegen sexuellen Missbrauchs eines jungen Menschen verurteilt worden. Jetzt müssen Sie aber nicht meinen, der Bischof von Regensburg hätte diesen Priester suspendiert oder aus dem Verkehr gezogen. Nein, nein. Der Bischof von Regensburg hat diesem jungen Priester ein neues Revier zugewiesen. Und damit der junge Mann seinem schönen Hobby auch in alter Ruhe weiter nachgehen konnte, hat der Bischof von Regensburg keinem in der neuen Pfarre gesagt, wen er dahin geschickt hat. Erst als dieser Priester 2007 im August wieder verhaftet worden ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, da war ein Riesenskandal, ein Wahnsinnsaufstand. Ist der Bischof von Regensburg zurückgetreten? Nein, natürlich nicht. Der ist doch nicht besoffen nachts im Dunkeln über eine einsame Ampel gefahren, meine Damen und Herren. Der Bischof von Regensburg hat höchstens Beihilfe zu sexuellem Missbrauch von Kindern geleistet. Und da sehen Sie den schönen Unterschied zwischen protestantischer Ethik und katholischer Moral. Und was für die Katholiken das Beichtgeheimnis, das ist für die Bundeswehr der Chorgeist. Natürlich hat das überhaupt nichts mit den Strukturen des Militärs zu tun, wenn da ständig junge Rekruten gedemütigt, misshandelt und lustvoll gequält werden. Genauso wenig wie der Fusch beim Kölner U-Bahn-Bau irgendetwas mit den Strukturen im Baugewerbe zu tun hat. Das sind doch alles Einzeltäter, meine Damen und Herren, das wissen wir doch. Und dieser berühmteste Einzeltäter aller Zeiten, der war ja da in Köln am Werke. Das war doch dieser Polier, das haben Sie doch mitbekommen. Das war ein einzelner Polier in Köln. Der hat 86% aller Eisenträger, die da verbaut werden sollten, die hat der persönlich von der Baustelle geschafft. Immer wenn gerade keiner geguckt hat, hat der wieder einen rausgetragen. Ja. Das ist ein fleißiger Mann. Der hat ja nicht nur nachts in Köln geklaut, der muss auch tagsüber noch auf der Neubaustrecke München-Nürnberg da unterwegs gewesen sein. Der Mann hat eine Spezialausbildung. Der arbeitet ja auch bei Langfinger und Berger.